Was ist ein erfolgreiches digitales Geschäftsmodell? Schauen wir uns das Beispiel Netflix an. Netflix in seiner heutigen Form ist gut bekannt. Aber wohl nicht alle kennen die ganze Geschichte von Netflix. Netflix war nicht immer ein Streaming-Anbieter oder der Streaming-Pionier, der die private Unterhaltungsbranche revolutioniert hat. Ende der 1990er Jahre lief private Unterhaltung vor allem so ab. Man ging in eine Videothek, hat sich dort eine VHS-Kassette oder eine DVD ausgeliehen und sie nach einer gewissen Zeit zurückgebracht. Der Marktführer in diesem Segment in den USA, aber auch weltweit, war damals das Unternehmen Blockbuster. Zu Zeiten des größten Erfolges unterhielt Blockbuster über 5000 Filialen in den USA und weitere 3000 weltweit und erzielte einen Jahresumsatz von über 5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2008. 1997, ebenfalls in den USA, wurde dann Netflix von Reed Hastings gegründet. Dieser einfallsreiche Unternehmer hat sich gedacht, wir machen es komplett anders und führen ein komplett neues Geschäftsmodell ein. Und zwar betreiben wir nicht unzählige Videotheken, was hohe Investitionen verlangt und hohe Fix- und Personalkosten beinhaltet, sondern wir erstellen eine Online-Plattform, auf der man sich aus einem riesigen Angebot DVDs reservieren kann. Diese werden dann per Post innerhalb eines Tages zugeschickt. Man kann es sich dann ein paar Tage lang anschauen und schickt sie dann per Post zurück. Netflix hat sich also zunächst als Online-Videothek, die DVDs per klassischer Post versendet hat, etabliert. Dies hat die private Unterhaltungsindustrie revolutioniert. Damit ist die unternehmerische Erfolgsgeschichte von Netflix aber nicht zu Ende, sondern beginnt erst richtig. Netflix hat sich einige Jahre später, genauer gesagt 2007, nämlich quasi selbst neu erfunden indem es ins Video-on-Demand-Geschäft eingestiegen ist. Netflix hat sich damit vom Online-DVD-Versand zum Streaming-Pionier gewandelt, mit einer Plattform, auf der Filme und Serien online gestreamt werden können. Netflix hat also sein eigenes Geschäftsmodell komplett erneuert, indem es unter anderem Inhalte online zur Verfügung gestellt hat, zum Teil sehr erfolgreiche Eigenproduktionen entwickelt hat und ein auf dem Abschluss eines Abonnements, einer sogenannten Subscription basierendes Ertragsmodell entworfen hat. Netflix hat sich also dadurch als kreativer Zerstörer im Sinne von Schumpeter erwiesen. Und was passierte mit Blockbuster? Bereits im Jahr 2010 wurde die Firma zahlungsunfähig und musste Insolvenz anmelden, auch da jegliche Versuche, das Geschäftsmodell von Netflix nachzuahmen, gescheitert sind.